Sagen Sie mal, lesen können Sie wohl auch nicht, nicht wahr? Hier, wenn Sie weiterhin Ihre Käseglocke vor meinem Haus stehen lassen, gibt es noch einen Prozess, verstanden? Dieses ist eine öffentliche Straße. Und da können Sie so viel Schilder anbringen, wie Sie wollen. Hier haben wir genauso viel Recht wie Sie. So, das einzige Recht, was Sie haben, aus meinem Hause auszuziehen, verstanden? Das wird das Gericht entscheiden, aber nicht Sie, Kind, lassen Sie so, das. Fahren Sie auf keinen Fall, wenn Sie das entscheiden. Fahren Sie nicht Karussell mit meiner Tür, Sie. Ja, wie kommt denn der Hund hierher? Aber Schätzchen, komm mal her, wo bist du denn? Ja, Mäuschen, du sollst doch nicht immer an den Baum gehen. Wer hat denn den Hund rausgelassen? Du, der muss wieder rausgewutscht sein, wie wir gegangen sind. Vielleicht hat der ihn rausgelassen, Alexander, diese Rübe.
Sie, nehmen Sie mal Ihren Köter an die Leine. Der geht ja um einen Jonathan. Das ist Edelobst, bitte, ja? Na, Herr Perlacher, da ist wohl nicht alles nach uns gegangen bei dem Termin heute. Hm? Ah, da brauchen Sie keine Angst haben, Frau Pietsch. Den Prozess gewinne ich. Haushoch gewinne ich den. Der verliert den Prozess, sage ich dir. Ach, Hannes, lass doch das. Das habe ich mir ganz abgewöhnt. Weißt du, es ist ja ein Jammer, dass ich eine so gute Erziehung gehabt habe. Sonst hätte ich dem aber bei der Verhandlung noch ganz andere Sachen erzählt. Oh, ich fand es durchaus ausreichend. Na, behauptet er steif und frech, er hätte es mit Liebenswürdigkeit versucht, uns hier rauszusetzen. Wer uns liebenswürdig, dagegen ist doch ein Stachelschwein, eine Puderquaste. Hannes, ich bitte dich, hast du die Schlüssel bei der Hand? Mach auf. Ich bin viel zu nervös. Mach Schönchen. Reg dich doch nicht auf, Tante. Du hast selbst gesagt, mit dem Prozess fällt er bestimmt rein. Ich habe vieles gesagt, mein Junge. Ich weiß. Bitte? Ich weiß. Na ja, da denkt man, man hat endlich was gefunden, wo man seine Ruhe hat, steckt einen Haufen Geld rein, dann schickt der einem eine Räumungsklage. Wartet aber, bis alles fertig ist, lässt einen auch noch 2 Jahre drin wohnen und dann, peng, schickt er die Räumungsklage. Tante, du musst das mit Humor und Haltung tragen. Ach was, ich muss gar nichts mit Haltung tragen. Und der Humor kann einem bei sowas sowieso vergehen. Nur das ist doch ein notorisches... Ekel! Ekel! Wem sagst du das, Lurchen? Komm, willst du Zuckerchen? Na, fein. Auch schon Launen. In ein paar Tagen ist das Urteil raus, dann sind wir sowieso klüger. Ja, du vielleicht, ich nicht. Wie hat denn das hier ausgesehen, wenn ich mal fragen darf? Hm? Nicht mal eine anständige Küche war da. Hm. Alles habe ich machen lassen für mein Geld. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass alles, was ihr oben machen lässt, auf Ihre Kosten geschieht? Na, ich meine, da könnte ja jeder kommen und hier in meinem Hause rumbauen. Aber wenn Sie doch damals vom Wohnungsamt eingewiesen sind. Schließlich müssen Sie ja kochen und baden müssen Sie auch. Ja, aber nicht täglich, nicht wahr? Och, ich bin ein Schaf. Ja, ja. Was sagst du? Na, ich meine... Ach so, ja, natürlich. Aber man hat doch gedacht, Vertrag ist Vertrag. Er könnte mich ohrfeigen. Aber Vater, selbst Untermieter müssen sich ab und zu mal bewegen dürfen. Ja, natürlich bewegen, aber nicht auf unseren Nerven herumtrampeln wie eine Elefantenherde. Inge, ich krieg das hier nicht raus. Dann denke vielleicht ein bisschen nach. Du siehst doch, ich hab zu tun. Wenn es denen da oben nicht passt, dass ich auf Ruhe bestehe, sollen sie ausziehen. Ja, wohin denn? Sie haben ja nun mal Anspruch auf die Wohnung. Und wenn du ihm keine andere besorgst... Wie komm ich denn dazu? Inge, guck doch mal hier die Aufgabe. Ja. Hab ich vielleicht die Hartungs herbeigerufen? Nein. Na also, dann sollen sie ohne mich verschwinden. Inge! Was ist denn immer mit Inge, Inge, Inge? Komm, mein Junge, iss lieber jetzt. Komm her. Aber nachher läuft sie doch gleich wieder weg. Also komm, mein Junge, setz dich und iss. Also kein Mensch, nicht einmal ein Richter kann von mir verlangen, dass ich für wildfremde Menschen den Frieden meiner Häuslichkeit opfere. Da, bitte, hört euch das an. Soll es denn so weitergehen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr? Und Paul, du sollst dich doch nicht aufregen, dein Kreislauf. Komm, iss jetzt deine Suppe, bevor sie kalt wird. Komm, iss. Ja. Ist es nicht das Radio, ist es ein Papagei, nicht wahr? Oder irgend so ein Balch kommt, klingelt draußen und klimpert dann oben stundenlang auf dem Klavier herum. Für den ist doch alles ruhestörender Lärm. Alles. Am liebsten würde der uns noch das Atmen verbieten. Mach mal lauter. Das hat ja gar keinen Sinn, es gibt ja nur wieder neuen Krach. Wieso neuen Krach? Ist immer noch der alte. Naja, der reicht ja. Nee, mach mal lauter. Schmeckt schon, ne? Du, Hannes, wo willst denn du hin? Ja, zum Üben. Ach, Junge, nur iss und trink doch erst mal in Ruhe. Keine Zeit mehr. Tante, ich glaube, es ist jetzt allmählich soweit, dass wir uns nach einem anständigen Engagement umsehen können. Das freut mich aber für dich, mein Junge. Aber du kannst trotzdem nicht gehen. Der kleine Friedel Richter kommt nämlich gleich. Und wenn das Ekel dem in der Diele begegnet, na, da gibt's ja wieder Mord und Totschlag. Ekel! 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 Du glaubst, der lauert unten in der Diele, um deine Klavierschüler umzubringen? Jawohl, das tut er. Das wäre auch bei manchen durchaus verständlich. Die Gertrud Fichtenmüller von gegenüber hat er auch vergrault. Die traut sich nicht mehr her. Du, Hannes, was mache ich bloß, wenn der meine ganzen Schüler rausekelt und ich kann keine Stunden mehr geben? Ich begreife einfach nicht, wieso du dich so darauf versteifst, ausgerechnet hier wohnen zu bleiben. Du hast doch noch etwas Geld und wir könnten zusammen... Na, weißt du, du machst mir ja Laune.
Das bisschen Geld soll ich wohl für einen sinnlosen Baukostenzuschuss rausschmeißen. Und dann bedenke mal die Arbeit. Was hast du alleine, Junge, was hast du in der Wohnung geschuftet? Und diese entzückenden Einfälle von dir. Du hättest auch Innenarchitekt werden können, glaub mir das. Nee, weißt du, das sehe ich nicht ein. Wenn der uns raushaben will, dann soll er das auch bezahlen. Friedel Richter, ich bitte dich, mach auf. Ist er da? Na, komm nur rein. Na, so eilig. Inge. Ja. Also, wie verabredet an der Ecke? Oder an der Schule. Ja, ist gut. Nun iss doch endlich deine Suppe. Du tust ja nichts anderes als nach oben horchen. Mit ein bisschen guten Willen kann man doch wirklich... Was kann man doch wirklich? Die eigene Schwester nimmt gegen einen Partei. Natürlich. Wenn ich auch mal wage, eine eigene Meinung zu haben, sofort nimmst du es übel. Na, hör es dir doch oben an. Hör doch die Klimper an. Ja? Und du stellst dich gegen mich. Ich stell mich gegen dich. Ich wasche, ich koche, ich putze, ich tue alles. Aber das zählt ja nicht. Lass doch deine Drohne, ich mach das schon. Warte, ne? Warte ein bisschen. Inge, ich komme hier nicht mehr weiter. Was hast du denn da, mein Junge? Zeig doch mal her. Nee, Papa, du bist so nervös. Nee, ist ja auch kein Wunder, nicht wahr? Ja, Friedel, und wenn wir das die ganze Stunde machen, das ist mir egal. Das müssen wir können. Also bitte noch einmal. 1, 2, 3. Oh nein, aber Friedel, das liegt aber am Aufpassen. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Oh Gott, das arme Tier. Tut dir das nicht leid? Ich verstehe dich gar nicht. Nein, das lasse ich nicht durchgehen, Friedel. Mach mal deine Hände locker. Vielleicht bist du auch ein bisschen verkrampft. Schön ausschütteln die Hände. So ist fein. Und nun machen wir es nochmal. 1, 2, 3. Oh. Fis, Fis, schlag Fis an, Fis. Fis, 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 Fis. Nur hör dir das an. Die hat doch das Gehör dressiert, um mich zum Wahnsinn zu treiben. Papa, weißt du, was du bist? Was bin ich denn? Ein Blinddarm. Wieso denn ein Blinddarm? Weil du immer gereizt bist. So. Ach, das ist ja hier kein Familienleben. Das ist ein Irrenhaus, ist das hier. Ach, jetzt habe ich extra das schöne Hühnchen gemacht. Inge, du willst auch weglaufen. Da steht doch noch der ganze Abwasch. Dann lass mich stehen bis abends. Vater nimmt mich mit. Ich muss zur Fachschule. Außerdem ist es höchste Zeit. Ach, Paul, komm, iss doch erst auf. Ach, ich hab satt bis oben hin. Und heute Abend hast du wieder deine Gastritis. Ja, dann haben die wenigstens oben erreicht, was sie wollten. Auf Wiedersehen. Nur wein man nicht, Alex. Wenn ich mal groß bin, dann hau ich meine Kinder auf. Sag mal, Inge, war ich zu der Tante Trude wieder zu eklig? Ach, nicht mehr als gewöhnlich. Naja, aber die Bande oben kann ja einen auch verrückt machen. Sei doch mal ehrlich, Vater, die tun dir doch gar nichts. Und wenn der kleine Hund wirklich mal an deinen Apfelbaum geht? Ach, das hat sie ihm doch beigebracht. Guten Morgen. Morgen. Voll, voll machen, ne? Wie viel haben Sie denn noch drin? Ja, das möchten Sie aber gerne wissen, nicht? Füllen Sie erst mal auf, ja? Vater, die Benzinuhren gehen doch alle automatisch. Da passiert doch nichts. Es sind nicht alle so gewissenhaft wie du, weißt du? Wann machst du denn eigentlich deine Prüfung, sag mal? Bald. Ich frage mich bloß manchmal, ist das wirklich nötig, diese ganze Hotelfachschule? Ja. Nur weil ich mal ein kleines Café übernehme. Ne? Ja, kleines Café. Du kannst ja später mal vergrößern, ne? Deswegen die Hotelfachschule? Ach, man lernt nie aus. 33 Liter. Jetzt pass mal auf. 33, sagen Sie, ja? Ja. 13 waren drin, ne? 33 dazu macht, ne? 46, nicht wahr? Und wie viel gehen da rein? 45. Wo ist der eine Liter, ne? Also da im Schlauch, nicht wahr? In Ihrer Leitung her. Vielleicht ist die ein bisschen undicht. Kann ja vorkommen. Ja, nur bei Kunden, die nicht aufpassen. Hier, tun Sie mal einen Rest da rein, bitte. Bitte. Na? So, also lern schön, Inge. Viel Spaß. Wiedersehen, Vater. Hm.
Tag, Lilian. Ärger gehabt? Ach, nichts weiter. Weißt du, manchmal regt sich eben doch mein schlechtes Gewissen. Auf einmal? Wenn mein Vater schlechte Laune hat oder widerborstig ist, dann natürlich nicht. Ja, bei seinem ausgeglichenen Temperament ist er sowieso immer schön gleichmäßig ekelhaft. Oh, bitte, er kann auch sehr nett sein. Ja, nur zeigt das selten. Du, wenn der rauskriegt, dass wir beide uns gern haben. Und noch dazu. Was noch dazu? Dass ich überhaupt nicht auf die Hotelfachschule gehe, sondern in den Jazz Club. Wo er auch so viel Verständnis für diese Art Musik aufbringt. Er ist eben auf eine ganz andere Weise musikalisch. Klimper, hier das Gefieder. Guten Tag, Herr Chef. Guten Tag. Darf ich Ihnen behilflich sein? Bitte. Na, wie ist er denn ausgegangen, der Prozess? Haben Sie die Mieter glücklich aus Ihrem Haus herausgekriegt? Ja, die sind so gut wie draußen. Das Urteil wird mir in den nächsten Tagen zugestellt. Na, da haben Sie es denen aber ordentlich gegeben beim Termin. Na, was meinen Sie? Ja. Mit Liebenswürdigkeit und Nachgiebigkeit ist da nichts zu machen, nicht wahr? Die glauben dann nur, ich bin im Unrecht. Ne? Na, und Sie sind ja nie im Unrecht. Nein. Ja, ja. Das heißt ja, ja. Ja, nein. Ja, nein. Ne? Ich sag ja, nein. Ja, sehen Sie. Na, sehen sind Sie. Wir uns doch wieder einig. Doch der Teufel soll die holen. Das sag ich schon die ganze Zeit. Wen? Für die Hartung. Nein, die alte Kaffeemaschine. Ach ja. Schluss hier. So. Naja, das ist ja nun schade. Was ist schade? Na, wenn Ihre Mieter nun wirklich rausfliegen, dann müssen Sie erstens den ganzen Umzug bezahlen, zweitens die neue Wohnung bezahlen und drittens werde ich denen keinen Pfennig bezahlen. Ja, eher kaufe ich eine neue Kaffeemaschine. Ach, das wäre ja schön, die könnten wir ja auch brauchen. Vielleicht auch ein paar neue Vorhänge statt der alten Lappen da. Und wem es hier nicht passt, der kann ja wegbleiben, nicht? Na ja, es bleiben ja auch immer mehr weg, nicht wahr? Unser alter Stammjas, der Herr Sanitätsrat, der steht heute in der Zeitung. Hier, mit dem schwarzen Rand drum. Der kommt nicht mehr. Warum kommt er nicht mehr? Ja, der ist nicht mehr und kommt nicht mehr. Warum ist er nicht und kommt nicht mehr? Nur weil er verblichen ist. Wisst ihr, das kommt ihr oft? Ja, jeden Tag löst ihr Kreuzworträtsel und geht wieder. So, und trinkt und verzehrt nichts, was? Och, Kaffee, Kuchen. Verzeihen Sie, meine Dame, aber Kreuzworträtsel werden bei mir mit Bleistift ausgefüllt und nicht mit Kugelschreiber. Das ist doch ein Bleistift. So. Außerdem ist das die Zeitung für den Herrn Apotheker. Der löst deine Kreuzworträtsel selber, verstanden? So bitte, dann verzichte ich eben. Hier ist ein Gummi, radieren Sie es wieder aus, was Sie da hingemalt haben. Ich denke gar nicht dran. Ober, bitte zahlen. Die Dame möchte zahlen. Schön. Bitte sehr. Dankeschön, was bin ich schuldig? 1,10. Bitteschön. Danke sehr. Ihr kommt auch nicht wieder. Du sollst wegbleiben hier, die ganze Zeitung ramponiert sie mir. Ja, ja, aber das Loch haben Sie da rein radiert. Das werde ich ja wohl noch dürfen, nicht wahr? Natürlich, Sie sind ja der Chef. Na sehen Sie. Na sehen Sie, sind wir uns wieder einig. Was ist denn hier los? Das ist der Wagen von Hagara. Wieso? Hagara, der kommt zu uns? Ich hab gerade ein Autogramm von ihm gekriegt. Dann hat der Charles also doch geschafft. Hey, komm. Natürlich, der Herr Kapellmeister kommt als Letzter. Ja, steht ihm ja auch dienstgradmäßig zu. Entschuldigung, bitte, ich musste Inge abholen. Hast du einen tollen Umweg gehabt, wie? Hier, unsere Pianistin Inge Perlacher. Guten Tag. Hannes, unser Bandleader. Mein sehr. Freund Hagara. Na, wie habe ich das gemacht? Großartig. Und Sie wollen wirklich bei uns singen? Tja, mein Freund Charlie ist davon überzeugt, dass wenn ich Ihnen beim ersten öffentlichen Start helfe, dann geht alles von allein weiter. Das ist wirklich nett von Ihnen. Und was wollen wir spielen? Ich habe da einen Charleston. Schauen Sie sich das einmal an. Hm? Ich glaube, das ist sehr nett. Ja. Also dann, meine Herren. Na, soll es wieder losgehen? 1, 2. Es kann im Frühling sein, Sommer sein, Winter sein.
sein. Es kann am Morgen sein, Mittag sein, Abend sein. Für schöne Frauen hab ich immer Zeit. Für schöne Frauen ist mir kein Weg zu weit. Es kann eine schwarze sein, blonde sein, rote sein. Sie muss nur zärtlich sein und sie muss alleine sein. So suche ich von Mai bis Mai, bis dann die eine kommt und der bleib ich treu. Was wollen Sie mit so viel Zeitung? Die anderen Gäste wollen ja auch lesen. Erlauben oder? Sie mal. Bitte, der Herr, bitte schön. Da, Herr Professor, na, wie geht's denn? Herr Perlacher, ja, wie es halt so gehen kann. Ja, wenn einem mitten unter dem Malen die Farben ausgehen. Ach, ach, da kriegen Sie Ihr Bild gar nicht fertig bis zur Kunstausstellung. Oh, ja, irgendwas wird sich schon tun. Ja, hier, kommen Sie. Oh, Herr Perlacher. Für Ölfarben, nicht? Ach, also ich schwöre Ihnen, wenn ich das Bild verkaufe, ist schon gut, machen Sie keine Geschichten, stecken Sie es weg. Gott liebt, wie gewöhnlich. Ist schon da. So, so behandelt man keine Zeitung. Wenn das alle Leute so machen würden, wäre die Zeitung in 3 Tagen kaputt. Vielen herzlichen Dank. Ich wusste gar nicht, dass eine Tageszeitung bei Ihnen so lange vorhalten muss. So. Na, der Kaffee schmeckt Ihnen wohl auch nicht, was? Der heutigen Mode entsprechend. Halbstark. Wollen Sie vielleicht behaupten, dass der Kaffee nicht gut ist? Nachdem Sie nach dem ersten Schluck schon so aufgeregt waren? Ich bin noch nicht aufgeregt. Ich bin nie aufgeregt. Aber Sie sind aufgeregt, und zwar notorisch. So, ich bin aufgeregt. Ja, da muss ich recht mal lächeln. Umrühren. Wollen Sie nicht umrühren, nachdem Sie 6 Stück Zucker da reingetan haben? Nein, danke schön. Ich mag den Kaffee nicht so süß. 6 Stück Zucker tut da rein und rührt nicht um. Ja, ja, Chef, wissen Sie, wie Sie mir vorkommen, ja? Ja, wie unsere Kaffeemaschine. Wollen Sie nicht nach Hause gehen, sich ein bisschen hinlegen? Sie sehen schlecht aus. So, danke, ich fühle mich aber sehr gut. Ja, Sie, aber die Gäste, die Gäste. So, wollen Sie einfach damit sagen, die Gäste fühlen sich hier beim... Die Gäste, wo Sie immer wieder kommen, der Malprofessor zum Beispiel kommt jeden Tag hierher. Ja, der zahlt aber auch nicht. Der lebt ja nur von der Hoffnung und von Ihrer einmaligen Liebenswürdigkeit. So, und gar nicht mal schlecht. Sehen Sie, da sind wir uns wieder einig. Kinder, mein Alter hat uns erlaubt, dass wir hier üben. Aber wir dürfen die Parker nicht von der Arbeit abhalten. Mit Musik geht alles besser. Es kann ne schwarze sein, blonde sein, rote sein. Sie muss nur zärtlich sein und sie muss alleine sein. So suche ich von Mai bis Mai, bis dann die eine kommt und der bleib ich treu. Morgen, Herr Huber. Morgen. Haben Sie Post für uns? Wollen wir nachschauen. Ist der Briefträger noch nicht da gewesen? Das Urteil müsste doch schon längst hier sein. Der muss gleich kommen. Gleich kommen. Wo ist denn wieder mein Rasierpinsel? Geh mal weg hier. Dass er nicht auf seiner Stelle bleiben kann. Aber du hast ja in der Hand. Was habe ich in der Hand? Den Rasierpinsel. Ja, das sehe ich ja, nicht? Ich meine ja auch die Klingen. Weiß ich doch nicht, wo du die hingetan hast. Sie ist geklimpert und macht einen wahnsinnig, wirklich. Gehst du aufmachen? Ja, es bleibt mir ja nichts anderes übrig, nicht mehr. Alles wollen wir hier alleine machen. Und ich tue wohl gar nichts, was? Ach, der Herr Postminister leben auch noch. Freut mich aber sehr. Nicht, sie hätten ja die Post auch morgen bringen können oder übermorgen. Übrigens ist es schon heute. Ach was. Mhm. Kommen Sie rein, es zieht hier. Ich kann keinen Zug vertragen. Unterschreiben Sie bitte. Ja. So. Hier, der Brief ist gestern um 15 Uhr abgestempelt worden. Beschweren sollte man sich, wissen Sie? Das tun Sie, Mann. Ja. Ob es was nützt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen überhaupt wer schreibt, außer am Gericht. Oh, ich werde wahnsinnig. Vor Freude, Herr Huber, vor Freude. Habt ihr da unten auch so einen Liebesbrief bekommen? Kommen Sie rein, Herr Huber. Darauf müssen wir einen trinken. Da haben Sie den Prozess gewonnen. Kostenpflichtig abgewiesen, der da unten. Ecke. Haben Sie den dressiert? Ach, bewahre. Das hat er von ganz alleine gelernt. Du, Gerline, du kannst aufhören. Wir machen Schluss für heute. Hm?
Geh schön, mein Kind. Auf Wiedersehen. Grüß deine Mutter schön. Kommen Sie, Herr Huber, kommen Sie. Bin so frei. Prost. Prost. Ach, das gönne ich dem Kerl da unten. Sieh, ich werde Ihnen mal was erzählen. Wenn ich gut bin, da bin ich aber sehr gut. Aber wenn ich böse bin, mein Lieber, da bin ich noch viel besser. Prost. Ich verstehe das auch nicht. Da zahlst du die hohen Prozesskosten. Das da hättest du auch ohne Urteil haben können. Aber vielleicht ist es ganz gut so. Was ist gut so? Na ja. Ach, hier, mach mal weiter. Ich bin zu nervös na, jetzt. Ja, komm, hier. Na, jetzt, wo doch der Prozess entschieden ist, da hast du doch den Kopf wieder frei. Da kannst du dich doch ein bisschen mehr ums Café kümmern. Was? Du weißt, dass ich doch klein beigeben, nicht wahr? Bloß wegen dieses lächerlichen Justizirrtums wegen, nicht wahr? Nee, mein Kind. Ich gehe bis in die nächste Instanz. Ich gehe bis zum Bundesgericht, gehe ich. Jawohl, ja. Was machst denn da? Also wieder verfummelt hier. Ja, wenn du auch nicht stillhältst. Ach. Also, das muss ich aber sofort meinen Neffen erzählen. Auf Wiedersehen, Herr Huber. Wiedersehen, Frau Hartung. Und vielen Dank für den Schnaps. Aber ich bitte Sie, das ist doch gern geschehen. Könnte ich mal Hannes, verzeihen Sie, ich meine, könnte ich mal meinen Neffen, Herrn Hartung, sprechen? Was hat denn die zu telefonieren? Von meinem Apparat? Das ist ja die Höhe, sowas. Bitte, Paul, denk an deinen Kreislauf. Ach, was? Lass mich los, Trude. Wie kommt diese Person dazu in meinem Hause? Hannes, stell dir vor, eben ist das Urteil gekommen. Ja, wir haben gewonnen. Die Klage ist in allen Punkten kostenpflichtig abgewiesen. Also ich bin außer mir vor Freude. Kein Fuß setzt ihr mir hier in meine Diele. Da ist er aber mit reingefallen. Was? Der wird platzen. Er tobt schon. Paul, sie zahlt doch alle ihre Gespräche. Lass mich los! Du erst den Feuerhaken. Lass mich los, das geschieht ein Unglück. Ach, Hannes, bring doch eine Flasche Wein mit. Das müssen wir doch feiern. Hast du genügend Geld bei dir? Ja, fein. Wiedersehen. Lass mich doch. Freuen Sie sich nicht zu früh, Sie fliegen hier doch raus. Ich werde Berufung einlegen und wenn Sie platzen, ja. Ich nicht, aber Sie vielleicht. Sie haben nämlich schon ganz rote Augen. Sie? Nehmen Sie das Ding weg. Auch noch Körperverletzung. Paul, sei so verzückt. Da muss ich aber lachen. Dem wollen Sie Vernunft beibringen? Ebenso gut können Sie versuchen, eine Glühbirne auszupusten. Sagen Sie, halten Sie mich vielleicht für einen Trottel? Durchaus nicht, aber man kann sich ja irren. Jawohl, Sie irren! Sie irren, ganz gewaltig irren Sie! So, jetzt ist Schluss mit der Telefoniererei. Ja, was willst du denn machen? Der kommt rein, es kommt niemand mehr ran. Das ist zu kurz. Hol mal diese Tasche da. Ja, was für eine Tasche? Na, die Tasche, die Reisetasche. Mahlzeit, was ist denn? Wollt ihr verreisen? So, hör dir das an da oben. Dieses Geklimper, dieses Gedudel. Schlüssel. So. Der ist eingesperrt. Wenn jetzt jemand anruft und du bist nicht da. Wenn ich nicht da bin, kann ich nicht am Apparat gehen, nicht wahr? Eine Logik hast du echt typisch. So. Jetzt kommst du da nicht mehr ran. Dann habe ich mir gedacht, ein großer Einbauschrank an der rechten Wand. Ja, ja, wenn wir erst unsere eigene Wohnung haben. Ja, ich sehe schon alles genau vor mir. Und hinter der Couch muss Bass gespannt sein. Ja, also das weiß noch nicht. Auf jeden Fall wird jede Ecke anders tapeziert. So wie bei euch oben? Genau so, ja. Und die Decke machen wir schwarz. Nein, das ist zu traurig. Das würde zu sehr auf uns lasten. Und wenn wir Sternchen reinmalen? Ach, wenn wir nur erst so weit wären. Jetzt, wo dein Vater den Prozess verloren hat, ist alles noch hoffnungsloser. Wenn du die Flinte von vornherein ins Korn wirfst. Ist dir kalt? Nein, gar nicht. Mir auch nicht. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Weißt du, das Klavier steht rechts in der Ecke. Und das Wichtigste, alle Räume in warmen Tönen. Und ich habe kalte Füße. Ach so, aber trotzdem, alle Räume in warmen Tönen. Das sage ich immer wieder. Und links machen wir eine Lampe. Nein, das ist doch unlogisch. Ist also wie gesagt, rechts das Klavier und darüber ist die Lampe. Das Grundgesetz garantiert jedem Staatsbürger das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ja. Mal sehen, ob wir wirklich in einem Rechtsstaat leben.
Die mangelhafte Ausübung ihrer Amtstätigkeit lässt ohne Zweifel den Schluss zu, dass sie ein völliger Versager sind. Punkt. Wenn nicht gar ein absoluter Voll... Ruhe! Idiot. Vollidiot. Punkt. Ich bitte um Ruhe aus da oben! Das ist ja mal... Ja, hier ist er. Ruhe! Ruhe zum Donnerwetter! Donnerwetter! Ruhe! Ruhe! Ruhe da oben! Ruhe! Flitz doch mal! Das ganze Haus wird hier einem demoliert. Ach, du bist das. Ich dachte schon, wer klopft denn da? Wer soll hier sonst klopfen? Musst du dich denn immer gleich so aufregen? Du weißt doch, dein Kreislauf. Ach, darauf kann ich jetzt keinen Rücksicht nehmen. Das gibt einen Kampf bis aufs Messer. Hier, diesen Brief steckt sich die Bande bestimmlich in den Spiegel. Jawohl. Ja, nee, den zeige ich, den sage ich die Wahrheit. Jawohl. Hier. Den da oben? Ja, ach, was den da oben? Dem Amtsrichter, diesem preisgekrönten Hammel. Hier, pass mal auf, ich lese dir mal vor. Hoffentlich bist du nicht so weit gegangen. Ach, noch weiter. Hier, wo ist das? Hier. Paul, das ist doch ein Beamter. Na und? Ist das vielleicht ein höheres Wesen? Nee, mein Kind, dieser Brief geht raus. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Du auch. Der Vater. Du hast versprochen, du spielst noch mit mir. Geh sofort ins Haus zurück. Du siehst doch, dass wir noch was Wichtiges zu besprechen haben. Ja, mit dir spielt sie immer und für mich hat keiner Zeit. Aber das eine sage ich euch, ich suche mir jetzt bald eine andere Familie. Los, hau ab. Hier hast du 50 Pfennige, kauf dir morgen Schokolade dafür. Verschwinde. Puh, ein 50er. Da gibt's ja nur ein paar Hustenbonbons. Nee, dann störe ich lieber. Was ist denn hier los? Der Papi. Inge, komm sofort her. Ja? Was hast du mit diesem Lümmel, dich hier herumzutreiben? Dieses Wort möchte ich nicht gehört haben. So, sie werden noch ganz andere Sachen hören. Trude! Au! Trude! Was ist denn passiert? Hier, diese junge Dame habe ich eben erwischt im Garten mit diesem Herrn da. Ich verbitte mir jede Zweideutigkeit, Herr Perlacher. Du gehst sofort in dein Zimmer. Kaum wendet man mal den Rücken. Trude! Ja? Warum passt du nicht besser auf sie auf? Ich brauche niemanden, der auf mich aufpasst. So. Das tue ich schon ganz allein. Ha. Komm mal hier rauf. Was machst du da unten bei dem bösen Mann? Du hast kein Recht, mich einzusperren. Ich habe nichts getan, deswegen... Ach, halt den Mund! Geh weg, du Handfeger! Sie! Lassen Sie meinen Hund zufrieden! Sonst werden Sie mich kennenlernen. Ach, das habe ich bereit. Sie haben mein Familienleben auf dem Gewissen, den Frieden meiner Häuslichkeit. Ich? Ja. Sie brüllen den ganzen Tag rum, alle Leute machen einen Bogen um Sie und Sie reden von einer friedlichen Häuslichkeit. Tante, bitte. Wissen Sie, was Sie sind? Ja. Ein Ekel sind Sie. So. Ein richtig gehendes Ekel. Und das musste mal gesagt werden. In dieser Schärfe hätte ich mich allerdings nicht ausgedrückt. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, Frechheit. Komm, Paul, hier zieht's. Denk an deine Dieren. Ja. So was muss man sich im eigenen Hause sagen lassen. Komm rein, Inge. Du freust dich wohl noch über diese Unverschämtheiten von da oben, was? Ich freue mich überhaupt nicht. Aber bei dir gilt doch nur deine eigene Ansicht. So, sieh mal an. Mein Fräulein Tochter stellt sich auch gegen mich. So weit war sie schon. Was können wir dazu, dass du mit seiner Tante Krach hast? Wir haben uns nur mal gern. Das ist doch kein Verbrechen. Paul, denke dran, du bist doch auch mal jung gewesen. Ja. Ja, eben. Drum bleibt sie keinen Tag mehr länger mit diesem Kerl da oben unter einem Dach. Und die Hotelfachschule wirst du woanders beenden, nicht hier. Ich gehe dahin, wo ich will. Schließlich habe ich ein Recht auf ein eigenes Leben. Na. Ich habe dir ja immer gesagt, man kann seinen Kindern nicht seinen eigenen Willen aufzwingen, aber mir glaubst du ja nicht. Ach, was verstehst du davon?
Na, jetzt kriege ich noch zum Vorwurf gemacht, dass ich dir meine Jugend geopfert habe, dir und den Kindern. Ich hätte heiraten können, genau wie du. Ja. Jawohl, so mancher wäre glücklich gewesen, wenn er mich gekriegt hätte. Ja, nur ist er glücklich, dass er dich nicht gekriegt hat. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie die Ehefrau Perlacher? Nein, seine Schwester. Aha. Worum handelt es sich? Ist Ihr Herr Bruder zu Hause? Einen Moment. Ich sehe mal nach. Was ist denn da los? Oh, hoher Besuch. Sie sind Herr Perlacher. Ja, woher wissen Sie das? Paul. Na und? Haben Sie diesen Brief hier geschrieben? Diesen Brief? Ja, den habe ich geschrieben. Ja. Dieses Schreiben hat uns das Amtsgericht zur weiteren Bearbeitung übergeben. So, so. Das geht jetzt an die Kriminalpolizei. Oh. Na, kommen Sie mal rein. Ne? Bitte. Die Zigarre gefällig? Sie scheinen sich gar nicht bewusst zu sein, dass dieses Schreiben den Tatbestand einer Beamtenbeleidigung erfüllt. Ja, ja, das war ja der Zweck der Übung. Aber setzen Sie sich doch bitte. Aha, Sie geben also die Beleidigungsabsicht zu. Ja, natürlich. Aber nein, nein, das ist nur ein Missverständnis. Einen Moment bitte. Dann können Sie mir vielleicht auch sagen, was dieses ausgestrichene Wort da bedeutet. Ja, Vollidiot. Was? Ja, ich habe nachher Halbidiot drüber geschrieben. Aber Vollidiot passt eigentlich viel besser auf diesen preisgekrönten Hammel von Amtsrichter. Sie? Ja, wie reden Sie denn von einer juristischen Person? Also, ich will das nochmal Ihrer momentanen Erregung zugutehalten. Ja, ich schwöre Ihnen, das alles ist nur eine momentane Erregung. In Wirklichkeit meint er das gar nicht so. Oh, was heißt das? Bin ich vielleicht unzurechnungsfähig? Wenn Sie auf mich hören, dann gehen Sie hin zu dem Herrn Amtsrichter und nehmen Ihre Beleidigungen zurück. Wie bitte? Wen hat man denn mit diesem Schandurteil beleidigt, was? Wem schickt man denn die Polizei ins Haus? Hier in voller Kriegsbemalung, hä? Über die Maßnahmen der Polizeiverwaltung steht Ihnen keine Kritik zu. So, aber zahlen darf ich für Sie, was? Von meinen Steuergeldern, nicht? Lieber Mann. Für Sie bin ich noch lange kein lieber Mann. Sie. Oh, denk an deinen Kreislauf. Lass mich doch, das wäre ja noch schöner, mich hier im eigenen Hause beleidigen zu lassen von so einem Nachtwächter. Oh. Sie, das ist eine Beamtenbeleidigung. Nachtwächter ist ein sehr ehrenwerter Beruf, verstanden? Ich wollte nicht mehr einer. Und nun mach dir bloß raus hier. Das genügt mir. Sie bringen ich vor den Staatsanwalt. Ach, Ihr Staatsanwalt, der kann mich auch... Das kostet Sie Kopf und Kragen. Verlassen Sie sich drauf. Ihr könnt mich alle könnt ihr mich miteinander. Der Polizeipräsident sogar kreuzweiß. So. Ein Glück, dass der Kerl freiwillig gegangen ist. Sonst hätte ich mich womöglich noch zu Beleidigungen hinreißen lassen. Paul! Und draußen tobte ein schreckliches Unwetter, aber sie saßen allein in ihrem Schlösschen, auf ihrem Stühlchen, Sofa, tranken Coca-Cola und hatten einander lieb. Hey! Ein böser Zauberer verwandelte aber bald darauf ihr Paradies und sie saßen wieder zwischen Kisten. Hatten sich aber trotzdem lieb. Man liebt nur einmal, man ist nur einmal treu und alles andere bleibt Scherz und Liebelei, so wie's im Jahre einen Mai nur gibt, so gibt's nur eine, die man wirklich liebt. Es gehen an uns so viel Menschen vorbei und wir schauen ihnen kaum ins Gesicht. Doch plötzlich kommt eine, da schlägt unser Herz und wir hören, wie zärtlich es spricht. Man liebt nur einmal, man ist nur einmal treu und alles andere bleibt Scherz und Liebelei, so wie's im Jahre einen Mai nur gibt. So gibt's nur eine, die man wirklich liebt. Bring ich mir eine Fackel hier auf. Das sind ja Sie. Ach, Sie sind das. Ich meine, ein gebildeter Mensch sagt ja wenigstens hoppla, wenn ein anderer über den Haufen rennt. Echt?
Sascha. Hallo, Sie, junger Mann. Sie hören wohl nicht besonders gut, was? Oder wollen Sie mit Ihrem Schweigen andeuten, dass Sie auf Kundschaft nicht angewiesen sind? Hm? Nehmen Sie Platz. Bitte. Das heißt, bitte nehmen Sie Platz, ja? Außerdem denke ich gar nicht daran. Ich bin für 10.30 Uhr bestellt. Jetzt ist es 10.33 Uhr. Wo ist der Herr? Hm? Kleiderhaken haben Sie auch nicht. Oh. Ach, Herr Perlacher, nicht wahr? Ja. Ja. Dankeschön. Wenn Sie sich vielleicht gütigst hier herein bemühen wollen? Ja. Sehen Sie, das klingt schon anders, nicht wahr? Ihr Aktenwurm da, der konnte nicht mal bitte sagen. So, ja. Ach, wenn Sie vielleicht die Zigarre ablegen wollten. Das Rauchen in Amtsräumen ist nämlich strikt untersagt. So, und was ist das da für Asche hier? Hä? Das geht Sie doch wohl nichts an. So, nicht? Das geht mir nichts an. Also, Papi, hier, geben Sie mir mal das Dings da, die Anklage. Was heißt hier Anklage? Wollen Sie etwa damit sagen, mein Herr, also, dass ich... Jetzt erzählen Sie bitte nicht so viel, jetzt kommen wir doch endlich mal zur Sache. So, Sie verbieten mir also den Mund. Mhm. So ist das hier. Aha. Die Herren Richter, die können reden, nicht wahr? Und uns wird das Maul verboten. Ja. Also ich verbitte mir jetzt das, ja? Bitte, lesen Sie doch mal das Grundgesetz durch. Hier steht, die Freiheit der Meinungsäußerung ist garantiert. Und das ist die Grundlage der Freiheit überhaupt. Bitte. Sasa, wir sind vollkommen verrückt geworden, hier so rumzuschreien. Jetzt halten Sie den Mund. Wenn ich Recht habe, habe ich Recht. Und Sie haben nicht das Recht, mir dieses Recht zu nehmen. Verstanden? Sie sollen jetzt den Mund halten. So. Bitte, das können Sie haben. Also, Sie sind fürchte Gott Friedlieb Paul unterstrichen Perlacher, vom Beruf Cafetier. Geboren? Wann geboren? Geboren am 24.09. in Bückeburg. Wohnhafter hier, nicht vorbestraft. Stimmt das? Ob Sie vorbestraft sind? Schon. Sie haben dem Gericht einen Brief beleidigenden Inhalts geschrieben. Der Inhalt ist Ihnen bekannt. Na, wollen Sie mir vielleicht gütigst antworten? Na, wie Sie wollen. Folgen haben Sie selber zuzuschreiben. Das Gericht hat Ihnen den Polizeiwachtmeister Rübsam geschickt, um Ihnen nahezulegen, die Sache durch eine Zurücknahme der Beleidigung irgendwie abzubiegen. Hm? Haben Sie was gesagt? Ob der Wachtmeister das getan hat oder nicht, will ich jetzt... Das ist so verrückt geworden, was Ihnen unter den ganzen Tisch brennt. Pape, was sagen Sie dazu? Ertückster Untersuchungsrichter. Wie bitte? Er ist sauer und ertückster eben. Also, mein lieber Herr Perlacher, ich will jetzt mal nicht als Beamter zu Ihnen sprechen, sondern als Mensch und Freund. Sie waren verärgert über Ihren verlorenen Prozess und da haben Sie eben Ihrem Temperament freien Lauf gelassen. Und als dann der Beamte gekommen ist, da ist Ihnen in der Erregung so die Redensart herausgerutscht, nicht? Naja, also ich wollte Ihnen einen Weg zeigen, wie Sie vielleicht mit einer kleinen Geldstrafe davonkommen könnten, aber bitte, wenn Sie nicht wollen, bitteschön. Ach, nein. Ich werde mich doch Ihretwegen nicht aufregen. Ich denke gar nicht dran. So. Pape, bitte schreiben Sie. Wenn etwas nicht stimmen sollte, machen Sie gefälligst den Mund auf, sonst muss ich Ihr Schweigen als Zustimmung auffassen. Paul Perlacher, folgende Personalien. Gib zu, den inkriminierten Brief in beleidigender Absicht geschrieben zu haben. So, stimmt also. Geschrieben zu haben. Der vom Gericht bestellte Beamte, Polizeiwachtmeister Rübsam, wurde vom Perlacher mehrfach beleidigt und aus dem Hause geworfen. Auf den Hinweis des Beamten, dass dieses Verhalten noch ein gerichtliches Nachspiel haben wird, Momentchen mal, ja bitte schnell, Perlacher, Sie haben also doch etwas zu sagen. Ja, die Feuerwehr. Was ist denn für eine Feuerwehr? Wo waren wir stehen geblieben? Werde noch ein gerichtliches Nachspiel haben. Warf Perlacher den Beamten die Aufforderung des Götz von Berlichingen an den Kopf. Als der Beamte daraufhin die Wohnung verließ, forderte Perlacher erstens den Herrn Staatsanwalt, zweitens die Gerichtsbehörden und drittens den Herrn Polizeipräsidenten
zur kreuzweisen Ausführung obigen Ansinnens auf. So, ist ausgefertigt. Was ist denn? Was sagen Sie mit dem Kopf? Bitte schreiben Sie, was ist denn ausgefertigt genehmigt? Er ist weg. Ja, sag, ist denn der Kerl verrückt geworden? Oder habe ich Kurzschluss? Hast du Strom oben? Ja. Sind Sie hier fertig? Ja. Ach, du liebes Bisschen. Na, das sieht ja hier aus. Na, wenn diese Telefonarbeiter weg sind, dann kehre ich das gleich auf. Ach, das ist nicht nötig. Ich muss hier heute doch noch aufwischen. Das kommt nicht in Frage. Das ist meine Schuld. Sie haben genug zu tun, Freund Perlacher. Und alles ohne Mädchen. Mein Bruder will ja nun mal keinen im Haus haben. Weil Sie ihm viel zu viel durchgehen lassen. Was soll ich denn machen bei seinem Temperament? Ach, Temperament, das ist doch nur eine Ausrede für schlechtes Benehmen. Naja, ist eben, weil ihn hier keiner bremst. Ach, den und bremsen. Na, das würde ich mir zutrauen. Ja, dann machen Sie es doch mal. Sie behandelt euch ja fast noch schlimmer als mich. Nee, eigentlich wollte ich mir bis jetzt nicht die Mühe machen, aber Sie haben recht, wo ich doch jetzt für immer hier wohnen bleibe. Ja, soll das heißen, dass Sie sich von jetzt ab mit ihm vertragen wollen? Warum denn nicht? Na, Herr Perlacher, Sie machen aber ein Gesicht. Waren Sie wieder beim Gericht? Ah ja, wissen Sie es, Kenny, das geht einmal gut und einmal geht es schlecht. Ja, ja. Das ist immer das Gleiche. Ja, Frau Piet, Sie haben recht, ja. Unser Prozess nimmt nie ein Ende, nie, sage ich Ihnen. Ja, ja. Ich und meine Krache ist ganz hübsch, nicht? Und das hält auch munter, aber man kann doch mal zur Abwechslung was anderes versuchen. Och, wird das schön. Guten Tag, Herr Perlacher. Wie ist denn das Wertebefinden? Na nur, was machen Sie denn da unten? Spielen Sie Murmeln? Ich unterhalte mich gerade ein bisschen mit Ihrer Schwester. So, so, danke. Mir genügt schon die Klatschphase von drüben, die alte Peach. Herr Perlacher, Ärger gehabt? Oh. Was lachen Sie denn so? Habe ich was an mir? Nein, nichts, Paul. Verachtung lächelt dich nur an. Ich lächle Sie nur an, Herr Perlacher. Lächeln Sie doch auch mal. Hier, gucken Sie mal. Kennen Sie das? Hula Hoop, na, Ihre Tochter hat doch sicher auch so ein Ding, was? Das müssen Sie machen. Das erhält schlank, macht gute Laune. Ich sage gerade zu Ihrer Schwester, das ist ein Jammer. Nicht, wir wohnen im selben Haus und sehen uns so wenig. So, wir sehen uns so wenig. Danke, mir reicht es. Ja, mir reicht es auch. Bitte, Sie sehen, Fräulein Perlacher. Ich habe es versucht. Mit Charme, mit Schick, mit Drollerie. Es hat nicht sollen sein. Schade. Trude! Ja? Was hast du denn mit der da zusammenzuhocken? Als wärt ihr die dicksten Freundinnen. Man wird dann noch ein Wort miteinander reden dürfen. Ja, ein Wort und das heißt raus. Weißt du, dass ich ihretwegen jetzt einen neuen Prozess an den Hals kriege? Nein. Ja. Ecke. 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 Hallo. Hallo, Otto. Hier, Max. Wie ist die Verständigung? Ecke. Was? Ah, nee. Die Wohnungsinhaberin hat einen Vogel. Nun sagen Sie mal, was fällt Ihnen denn ein? Bei Ihnen piept's wohl. Komisches Biest, so ein Papagei oder sowas. Also ich lege jetzt auf. Ruf bitte zurück, ja? Gut. Paul, Sie werden dir doch nichts tun, wenn Sie dich nun verurteilen, weil du das gesagt hast. Ach, erstens ist das von Goethe und zweitens stellt das ja lediglich eine Einladung dar, ne? Und der braucht ja kein Mensch Folge zu leisten. Ja, aber deswegen können Sie sich trotzdem beleidigt fühlen. Wieso denn? In gewissen Gegenden Deutschlands gilt das sogar als herkömmlicher Ausdruck der Verwunderung, der Begrüßung. Steht hier in diesem Buch und das ist ein Lexikon, ne? Telefon. Ja, na und? Ja, du mach schon. Was? Ich kann doch nicht rangehen. Die Tasche ist zu. Du hast doch einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel? Ja, in der Weste. In der Weste? Ja. Ich hab keinen Schlüssel in der Weste. Herr Lacher? Jetzt ist er hin. Ach, sei ruhig. Ja, nein, ich meinte meine Frau Schwester. Wer ist da? Wer? Ja, ich bin es. Ich dachte, es würde Sie sicher freuen zu erfahren, dass ich jetzt ein eigenes Telefon habe. Wenn Sie sich mal rausbemühen würden, dann könnte ich es Ihnen zeigen. Und noch dazu ein weißes. Schick, was? Na, das ist doch schön, dass Sie da wohnen bleiben. Mit der Zeit lernt man alles, auch wie man mit Herrn Perlacher umgehen muss. Ja. Yeah. Ich werde ihm schon dabei helfen. Du, Inge! Musst du immer dazwischen quasseln, wenn die Großen reden? Auch dazu mit vollem Mund, wie er das bloß macht. Ja. Alles Tränen. Wenn du mir noch ein Stück Kuchen kaufst,
Dann zeige ich dir, wie man es macht. Das wäre nett, ja. Inge, ich... Du, Inge! Was ist denn nun schon wieder? Der Kuchen ist gleich alle. Kaufst du mir noch ein Stück? Also hier hast du eine Mark und jetzt hau ab ins Kino. Na los! Die Kindervorstellung fängt erst in einer Stunde an. Bis dahin kann ich noch ein Stück Kuchen vertragen. Dann geh zum Konditor nebenan, da ist er sowieso besser. Ja! Da kostet er aber... Ich habe dir eben eine Mark gegeben. Ja, aber fürs Kino. Also gut, hier sind 50 Pfennige. Und wenn du jetzt nicht abhaust, dann... Na, was dann? Dann... Das ist ein liebes Kerlchen. Es ist ein recht lebhaftes Kind, hä? Hat ein bisschen was vom Papa. Naja, und der wird erst noch. Herr Gottlieb! Bitte! Der Kleine kriegt noch ein Stück Kuchen. Bitte schön. Ein Stück Kuchen, mein Junge. Und Herr Hartung wollte noch etwas von Ihnen wissen. Ja, bitte? Ah ja, warum wird dieser Raum nicht benutzt? Ja, wir haben doch hier schon leere Stühle genug. Es war früher der Billardsaal. Als das Café noch auf der Höhe war, standen hier drei Billards. Dann haben die Gäste Löcher ins Tuch gestoßen. Keiner wollte die Löcher bezahlen. Der Chef hat getobt und die Gäste blieben weg. Na ja, und jetzt ist das hier ein Tanzplatz für Mäuse. Wirklich? Da gehe ich hier nicht rein. Das finde ich aber doch sehr hübsch hier. Da kann man bestimmt was draus machen. Ja. Also das hier wird das Tanzparkett. Und die Kapelle kommt hier hin. Ja. Und ich wette mit Ihnen, eine anständige Tanzkapelle, eine anständige Jazzkapelle und das Lokal ist voll. Ja, dann müssen Sie aber ein Loch in die Decke mit einbauen. Wieso? Damit der Chef gleich in die Luft gehen kann. Hans, warte, komm! Wieso, Sven, wo kann man raus? Ja, ach, er soll hier nicht sehen. Nee. Da drüben, verduftet. Was ist denn da für ein Krach, Gottlieb? Ach, nichts. Mann, Mäuschen. So. Darf ich behilflich sein? Bitte. Bitte schön. Na du, wer hat dir denn erlaubt, dich hier mit Kuchen voll zu stopfen, hä? Und zu Hause mägelst du immer am Essen rum. Ich bin ja als Gast hier. Frag den Gottlieb, ich bezahle ja. Stimmt, stimmt, alles, Chef. So, und wo hast du das Geld her? Ich hab meine Indianerhefte verkauft. So, das kommt in die Spardose, verstehst du? Und jetzt marsch nach Hause, auf dem schnellsten Wege. Komm, hier. So. Ich muss schon sagen, du behandelst vielleicht deine Gäste. Kein Wunder, dass du mit allen Leuten Krach kriegst. Ja, das ist ja eine Unverschämtheit. Du unverschämter Bengel, nach Hause. Komm, los, schnell jetzt. So was. Hoffentlich hat er den Wagen nicht gesehen. Nehmt ihr mich mit? Aber den Alex auf jeden Fall. Immer werde ich gehauen. Und die Mark hat er mir auch weggenommen. Das tut mir aber sehr leid. Dafür kriege ich aber keine Schokolade. Also los, steig ein. Komm. Na, was sagen Sie zu diesem Bengel, ne? Er sagt, ich verhandle die Gäste. Na ja, Herr Perlacher, Sie sagen schon so manches, was Ihnen dann hinterher leid tut. Das ist kein Wunder, wenn einem manchmal die Galle überläuft. Ja, die muss Ihnen aber ziemlich oft überlaufen. Bei Ihren Prozessen, das Recht haben ist halt teuer. Da kann man bettelarm dabei werden. Ach, bettelarm wird man durch ganz andere Leute. Wie? Ach so. Herr Ober... Ich möchte bezahlen. Was? Wie denn? Herr Professor, Sie wollen wirklich zahlen? Wieso wollen Sie zahlen? Jawohl, Herr Perlacher. Ich bin Ihnen sicher für Ihren Kaffee und die Hörnchen immer recht dankbar. Aber mein bisschen Menschenwürde verkaufe ich Ihnen dafür dicht. Ich habe Ehre, Herr Perlacher. Was hat er denn? 20 Pfennig Trinkgeld. Na ja, Chef, es gibt Leute, die haben so ein dickes Fell, dass sie ohne Rückgrat rumlaufen können. Aber der Herr Professor, Donnerwetter noch mal. Wow, was geht denn Herrn Professor meine Prozesse an, nicht wahr? Übrigens, Prozess, setzen Sie sich doch mal. Ja, danke schön. Bitte? Sie kennen doch dieses Zitat aus Götz von Berliching, ne? Ach, das berühmte? Ja. Ist von Goethe. Oh, Sie sind ja ein hochgebildeter Mensch. Hören Sie mal, kann man eigentlich dafür verurteilt werden? Ich meine, stellt das unbedingt eine Beleidigung dar? Ich meine, das kann man doch so auch als Begrüßung auffassen, ne? Naja, ist ja unter besseren Leuten nicht üblich, aber Sie haben jemanden so begrüßt, ja? Ah, direkt begrüßt nicht, also eher verabschiedet. Ah, das ist interessant. Wen denn?
Das geht Sie ja nun wirklich nichts an, nicht wahr? Ewig diese Fragerei. Bitte schön, ich kann es ja lassen. Was? Ja, diese Fragerei. Außerdem, Sie haben mich gefragt, ich habe nicht Sie gefragt. Na also. Sehen Sie, sind wir uns doch wieder einig. Ja, ja, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Wer geht? Ach so, der Perlacher. Also wissen Sie, ich weiß nicht, was ich von mir denken soll. Auf einmal tut der Mann mir leid. Na, Chef. Ja? Gucken Sie nicht so traurig auf das Gefängnis da drüben. Warum traurig? Wenn ich will, komme ich da schon rein. Na ja, leider. Na also. Da sehen Sie, sind wir uns ja wieder einig. Herr Perlacher, ja? Ich halte Ihnen beide Daumen. Danke, danke, einer genügt. Der Fall Süßmilch gegen Kindervater fällt wegen Erkrankung des Angeklagten aus. Dann rufen Sie den Fall Perlacher auf, ja? Scheint ja ein komischer Kauz zu sein. Der Untersuchungsrichter weiß sich nicht klar, ob der Mann renitent ist oder ob er einen Webfehler hat. Naja, jedenfalls hat er das Talent, Feindschaften auf den ersten Blick zu schließen. Sache Perlacher. Paul, gib mir deinen Schirm, da drin brauchst du ja keinen. Nein, womit soll ich auf den Tisch hauen, wenn es mir zu dumm wird? Perlacher. Wir werden Ihre Bekanntschaft schon machen. Wollen Sie bitte dort Platz nehmen? Ja, danke. Nein, auf der Anklagebank. Auf der Anklagebank? Ich bin mein eigener Verteidiger, also folglich gehöre ich hierhin. Nein, Sie sind ja Angeklagter, folglich gehören Sie auf die Anklagebank. Paul, bitte tu, was man dir sagt. Na ja, ist schon gut, schon gut. Der Klügere gibt nach. Als Zeugen sind geladen Polizeiwachtmeister Rübsam. Hier! Hier fehlt das Wasser. Bringen Sie mal eine Karaffe und ein Glas. Und die Schwester des Angeklagten, Frau Gertrud Perlacher. Fräulein, bitte. Sie wissen, dass Sie Ihre Aussagen zu behalten haben. Fräulein Gertrud Perlacher, als Schwester des Angeklagten dürfen Sie die Aussage verweigern. Danke. Zunächst stelle ich den Antrag, das Wort Angeklagter zu streichen. Denn sonst entsteht nämlich der peinliche Eindruck, als habe ich mir etwas zu Schulden kommen lassen, nicht wahr? Und ist ja gerade das Gegenteil der Fall. Das wird sich ja während der Verhandlung herausstellen. Im Übrigen wollen Sie nur dann reden, wenn ich Ihnen das Wort erteile. Sie heißen Paul Perlacher, geboren am... Der Angeklagte hat unter dem Datum des 20.10. einen Brief beleidigenden Inhalts an den Herrn Amtsgerichtsrat Eichendorf geschrieben. Ich bitte die Zeugen, den Saal zu verlassen. Sie werden einzeln aufgerufen. Trude! Uhu. Angeklagter, was haben Sie hierzu vorzubringen? Ach, demnach habe ich jetzt das Wort. Was? Aufstehen. Ja, ja, kommt ja alles. Hier ist soeben der Ausdruck beleidigend gefallen. Meine Damen und Herren, darf ich bitte darauf hinweisen, dass Sie nicht ganz im Klaren sind, wer hier eigentlich der Beleidigte ist? Ja, das möchten wir ja gerade feststellen. Ja, lesen Sie doch mal spaßeshalber das Grundgesetz durch. Ne? Unter Ziffer 6 steht hier, der Schutz des Heims und der Familie wird ausdrücklich garantiert. Und was haben Sie gemacht? Hm? Sie bzw. Ihre Herren Kollegen haben mein Heim mutwillig zerstört, indem Sie mich verurteilt haben, mit diesen Leuten weiter unter einem Dach zu wohnen. Diese Leute sind wir. Naja, ist ja alles schön und gut. So, das nennen Sie schön und gut. Wollen Sie mich bitte ausreden lassen? Ich denke, ich habe das Wort. Aber bitte, bitte, wenn Sie wollen, wenn Sie Spaß haben. Ihr verlorener Mietprozess steht hier überhaupt nicht zur Debatte, sondern der Brief, den Sie an den Herrn Amtsgerichtsrat Eichendorf geschrieben haben. Ah, nur weiter. Als Ihnen der Herr Amtsgerichtsrat konzilianterweise nahelegen ließ, sich zu entschuldigen, da haben Sie nicht nur den Polizeiwachtmeister beleidigt und hinausgeworfen. Das kann man wohl sagen. Sondern auch noch den Staatsanwalt und den Polizeipräsidenten provoziert. Stimmt auffallend. Na, ich glaube, da können wir es wohl bei einer Geldstrafe belassen.
Geldstrafe? Wieso Geldstrafe? Sie scheinen ja immer noch nicht kapiert zu haben, um was es hier eigentlich geht, was? Ich ersuche Sie hier, einen anderen Ton anzuschlagen. Und ich ersuche hier um eine andere Atmosphäre. Hier ist ja eine Luft wie im Ziegenstall. Ich würde eine Ordnungsstrafe vorschlagen. Und dann kommen wir doch überhaupt nicht weiter. Wachtmeister, machen Sie ein Fenster auf. Ja, aber weit, nicht? So weit es geht. Vielleicht kommt mit der frischen Luft ein bisschen Gerechtigkeit hier mit rein. Bitte mir Ruhe aus! Angeklagter, wenn Sie die Würde des Gerichts nicht wahren, muss ich Sie in Strafe nehmen. Da der Angeklagte die Absicht der Beleidigung zugegeben hat, beantrage ich, die Beweisaufnahme zu schließen. Zugegeben, so. Gar nichts habe ich zugegeben. Mischen Sie sich gefälligst nicht in ungelegte Eier. Ich habe 100-mal betont, dass ich hier der Beleidigte bin. Das zieht hier, was ist? Ist hier eine Tür auf? Also, ich kann keinen Zug vertragen. Das ist ein ganz scheußlicher Platz hier. Erkältet sich die Nerven und so weiter. Da kann man sich ja einen Knacks fürs Leben holen. Wachtmeister, schließen Sie das Fenster. Angeklagter, nehmen Sie gefälligst den Hut ab. Für jedes weitere ungebührliche Wort nehme ich Sie von jetzt an in Strafe. Haben Sie mich verstanden? Wissen Sie, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Sie suchen sich einen anderen Angeklagten und ich suche mir einen anderen Gerichtshof. Wir harmonieren nicht miteinander. Uns trennen Welten. Ja, will denn der das Gericht mit Gewalt gegen sich einnehmen? Wachtmeister. Moment, ich will gehen. Na, das dürfen Sie hier nicht. Gehen Sie auf Ihren Platz. Ruhe, oder ich schließe die Öffentlichkeit aus. Endlich mal ein Machtwort. Und Ihnen diktiere ich 2 Tage Haft wegen Ungebühr. Was? Also wissen Sie, Sie waren mir bisher sehr sympathisch, aber wenn Sie mir auf diese Art kommen... Rufen Sie die Zeugin Perlacher auf. Zeugin Gertrud Perlacher. Kopf hoch, Trude, sei ein Mann. Sie sind Gertrud Perlacher, Schwester des Angeklagten? Jawohl. Wollen Sie aussagen oder machen Sie von Ihrem Recht der Zeugnisverweigerung Gebrauch? Nein. Also wollen Sie nicht aussagen? Ja, nein. Dann wollen Sie also doch aussagen? Ja, nein. Dann setzen Sie sich hin. So was Albernes. Nein, nicht Sie. Sie. Polizeiwachtmeister Rübsam. Polizeiwachtmeister Rübsam. Die Bedeutung des Eides ist Ihnen bekannt? Jawohl, Herr Landgerichtsrat. Ganz schön zackig, der Herr Nachtwächter, was? Sehen Sie, jetzt fängt er schon wieder an. Genauso, Herr Landgerichtsrat, hat er damals auch zu mir gesagt. Nachtwächter. Ich verbitte mir, dass er... Angeklagter, Sie haben den Mund zu halten sonst. Aber wie komme ich denn dazu? Oh, der Apfel, Entschuldigung. Moment bitte. Hier sind wir weg. Fallobst. Geht auf Ihren Platz. Ich verurteile Sie zu 2 weiteren Tagen Haft. Bitte. Ich kann mich ja nicht wehren. Herr Zeuge, hatten Sie den Eindruck, dass der Angeklagte sich durch Ihr Verhalten provoziert fühlte, sodass er sich zu dieser inkriminierenden Äußerung hinreißen ließ? Zu was bitte? Ach so, dass wir ihn alle miteinander am... Ja, nur weiter. Nur. Er stutzt. Ich beantrage Ausschluss der Öffentlichkeit. Na, vielleicht einigen wir uns darauf, die ominöse Redensart zu mildern. Man kann ja auch arm sagen, nicht? Der Angeklagte hat ja die Absicht der Beleidigung zugegeben und damit... Kann ich ja gar nicht zugegeben haben, weil es gar keine Beleidigung ist, nicht wahr? Wenn ich gesagt hätte, er soll mich, ja, dann vielleicht, aber ich habe ja gesagt, er kann mich. Das ist ein Riesenunterschied, ob einer kann oder soll. Paul! Jetzt hilft ihm nichts mehr. Das kann man ja gar nicht mehr mit ansehen. Der Mensch macht sich doch unglücklich. Herr Perlacher, lass doch mal. Seien Sie doch vernünftig. Ach, mischen Sie sich hier nicht rein. Bitte mir zum letzten Mal Ruhe aus. Der Angeklagte erhält wegen wiederholten ungebührlichen Benehmens vor Gericht 14 Tage Haft. Die Strafe ist mit sofortiger Wirkung anzutreten. Meine Damen und Herren, ich könnte dazu so manches sagen, aber... Ich will jetzt nichts mehr sagen und ich werde auch nichts mehr sagen. Bitte. Ich will nur Folgendes sagen. Die Verhandlungen sind ein Stadium eingetreten, wo ich sagen kann, schließe man Vergleich. Ich schließe die Beweisaufnahme. Der Herr Staatsanwalt hat das Wort. Da der Tatbestand klar ist, kann ich mich kurz fassen. Auch wenn die Äußerungen des Angeklagten durch das Eingreifen von Fräulein Perlacher nicht voll ausgedrückt wurden, trifft dennoch die Absicht der Beleidigung voll zutage. Auch die Einsicht in die Schwere der Beleidigung
ist klar vorauszusetzen, da der Angeklagte für einen Mann seines Standes als intelligent zu bezeichnen ist. Schönen Dank für die Blumen. Leider kann ich Ihnen das Kompliment nicht zurückgeben, wo nichts ist. Notieren Sie weitere 2 Tage wegen Ungebühr. Wegen des unqualifizierbaren Benehmens des Angeklagten bitte ich das Gericht von mildernden Umständen Abstand zu nehmen und beantrage eine Gesamtstrafe von 4 Wochen Gefängnis und Tragung der Kosten. Ja, also da hat er doch recht. Das grenzt ja wirklich an Justizmord. Wisch dich nicht ein, Lass Tante. Mich zufrieden, sag ich dir. Ich verbitte mir diese Zwischenrufe. 4 Wochen. Da bin ich also ein Verbrecher. Nie. Anscheinend ja. Obwohl ich nichts anders getan habe, als den Frieden meines Heims zu verteidigen und meine Meinung frei und aufrecht zu äußern. Sehr gut, sehr gut. Und deswegen kann man niemanden einsperren. Das wäre ja noch schöner. Ich muss doch sehr bitten, von Beifallsäußerungen abzusehen. Aha, so weit ist es also schon, dass man die Wahrheit, die nackte Wahrheit, nicht einmal kleiden darf. Und zwar in Worte. Nee, mit so einem Staat ist kein Staat zu machen. Na, das ist ja alles, um auf die Barrikaden zu klettern. 4 Wochen Gefängnis ist ja wohl lächerlich. Und warum? Nur weil er eine lustige Redensart gebraucht hat und einen Polizisten angeblich ein bisschen beleidigt hat. Tante, ich bitte dich, setz dich hin. Du kannst nicht mit dem ganzen Gerichtskrach anfangen. Wieso kann ich nicht? Du siehst doch, ich kann. Ruhe! Wenn Sie mit Ihren Zwischenrufen nicht aufhören, lasse ich Sie aus dem Saal weisen. Warum nicht gleich einsperren? Sehr richtig, ist unerhört. Wachtmeister, führen Sie die Dame hinaus. Ah, wenn Sie glauben, mich so loszuwerden, da irren Sie sich. Mich nicht. Glauben Sie, ich kann das ruhig mit ansehen, wie mein Hauswirt schuldlos ins Gefängnis wandert? Bitte, da haben Sie es, die Stimme des Volkes. Schuldlos? Das entzieht sich wohl Ihrer Beurteilung. Kommen Sie schon gutwillig mit. Nehmen Sie die Hände da weg, sonst kriegen Sie von mir eins auf die Pfoten. Sie lassen mir ja keine Wahl, ich muss Sie ebenfalls in Strafe nehmen. Wie ist Ihr Name? Amalia Hartung. Aber das sage ich Ihnen. 30 Mark wegen Ungebühr vor Gericht. Ja, glauben Sie vielleicht, dass Sie mich damit einschüchtern? Ach. Ein Wort noch und ich wandle die Geldstrafe in Haft um. Ja, der bringt das fertig. Wenn das Ihre ganze Weisheit ist, sich an einer wehrlosen Frau zu vergreifen. Wachtmeister, nehmen Sie die Personalien auf. Ich diktiere 3 Tage Haft. Also lassen Sie das jetzt los, verstehen Sie? Ja, das ist ja Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ach, Ihre ganze Staatsgewalt kann mich... Frau Hartung, machen Sie sich nicht auch noch unglücklich. Herr Perlacher, halten Sie mich für dämlich? Sowas nehme ich doch nicht in den Mund. Ich wollte nur sagen, Ihre ganze Staatsgewalt kann mich nicht daran hindern, meine Meinung zu äußern. Ich warne Sie zum letzten Mal, wenn Sie jetzt nicht den Mund halten. Aha, fangen Sie damit wieder an. Das hat er zu Ihnen auch schon gesagt. Das haben Sie schon ein paar Mal zu Herrn Perlacher gesagt. Hätten Sie nicht mal was Neues zu erzählen, nicht? 6 Tage Haft. Und ich schreie meine Meinung auch noch durch die Gitterstäbe raus. Wachtmeister, führen Sie die Person ab. Abführen. Mich. Bitte. Ach, armes Junge, pass gut auf die Tasche auf, ja? Nun ja, Kopf hoch, ich komme ja wieder. Bitte, Herr Gerichtsrat, meinen Körper können Sie einsperren, aber hier, mein Geist nicht, der bleibt frei. Nach mir. Bravo, die Dame. Bravo. Los, hol dir dein Schlag. Na, wird's bald. Willst du nicht? Dann lass das bleiben. Aufmachen! Sofort aufmachen! Was denn, was denn? Vielleicht hören Sie endlich mal auf mit dem Krach. Na, wenn hier eine Klingel wäre, dann hätte ich geklingelt. Aber hier ist ja keine in dem Stall. Stall, Ihnen geht wohl noch zu gut, wie? Nun kommen Sie gefälligst mal rein, sehen Sie sich das an, wie das hier aussieht. Wow, ein ekelhaftes Tier, eine Spinne. Ist ja kein Wunder bei dem Dreck hier. Womöglich sind hier auch noch Flöhe. Wenn Sie hier keine eingeschleppt haben. Ich? Also das ist ja die Höhe. Ich weiß zwar nicht, wie Sie leben, aber bei mir zu Hause, da können Sie vom Fußboden essen. Das können Sie hier auch haben, wenn es Ihnen Spaß macht. Ich will Ihnen mal was sagen. Also so eine Frechheit. Hey, Sie! Bleiben Sie mal hier! Ich bin noch lange nicht fertig! Eine Frechheit ist das!
verlange, dass hier sauber gemacht wird, aber anständig, wie es sich gehört. Na also, Sie haben hier gar nichts zu verlangen. Sie haben sich den Anordnungen der Anstalt zu fügen. Na ja, ist nur gut, nun los, fangen Sie an. Hier, in einer Stunde inspiziere ich die Zelle. Dann ist hier alles blitzeblank. Verstanden? Und was denn? Ich soll das machen. Na, das ist ja die Hürde. Bitte schön. Erst die hohe Geldstrafe und dann noch 14 Tage Haft. Die Schande. Jetzt ist er auch noch vorbestraft. Und ihre arme Tante auch. Ach, Haft ist nichts Ehrenrühriges. Viele große Männer waren schon in Haft. Karl May. Wie ein richtiger Verbrecher. Trinken Sie noch ein Käschchen. Oh, da sage ich nicht nein. Ich nehme auch noch eine. Mir ist ganz elend. Sagen Sie, haben Sie nicht eine Flasche Sekt? Ich glaube, nein. Diese Trauerstimmung schlägt einem ja auf den Magen. Dass du jetzt Sekt trinken willst? Ja, du bist ja auch ganz schön vergnügungssüchtig. Torte mit Schlagsahne könnte ich jetzt auch nicht vertragen. Also dann bitte einen doppelten Cognac und ein Bier. Bitte schön. Tante Trude, ist der Papa jetzt ein richtiger Sträfling? Bist du still? Mit Eisenketten und einer schweren Kugel am Bein? Jetzt kriegst du aber gleich eine. Doch, er meint's ja nicht böse. Da fehlt ihm die Hand des Vaters. Och, ich darf gar nicht dran denken. Das Gefängnis wird ihm doch das Herz brechen. Und ihre armen Tante auch. Ja, also wie ihre Frau Tante für Herrn Perlacher eingetreten ist, das war schon großartig. Ich hab ihn doch gesagt, nicht so schnell aufdrehen. Mehr mit Gefühl. So. So. Bitteschön. Danke. Das Bier. Ach, das ist ausgegangen. Sie müssen den Schnaps schon trocken runterwürgen. Aber Ihre Tante, wirklich eine zweite Jungfrau von Orlean. Direkt heroisch. Ja, nur leider am falschen Ort. Da müsste man also deiner Meinung nach jede Ungerechtigkeit widerspruchslos runterschlucken, ne? Ach, und deiner Meinung nach sind die beiden womöglich noch Märtyrer. Das sind sie auch. Genau das Wort. Genauso dumm ist es, einem Boxer gegenüberzutreten und ihm zu erklären, er sei ein Idiot. Denn bereits nach dem ersten Kinnhaken, den ich gefangen habe, würde ich merken, dass er mir es übel genommen hat. Das ist doch idiotisch. Ach so. Dann ist also mein Vater ein Idiot. Und deine arme Tante auch. Und wir vielleicht alle. Nur du nicht. Du als Einziger bist ja klug und weise. Scheint so. Tante Trude? Ja? Kann ich Vater mal besuchen? Gewiss, mein Kind. Und die Jungs aus meiner Klasse mitbringen? Sonst glauben mir die nie, dass er ein richtiger Sträfling ist. Was ist denn passiert? Wie seht ihr denn aus? Ach, auch das noch. Jetzt ist alles aus. Sie hat ausgezischt. Das gute alte Stück. Und der Chef hat sie so geliebt. Ja, was soll es denn? Bitte nehmen Sie nur. Ja. Das Leben geht weiter, komm zu uns. Wir wollen dir helfen. Ach, das finde ich aber reizend. Von wem ist denn das? Verein zur Rettung gefallener Mädchen? Das ist ja eine Frechheit. Ja,
Ja, Frau Hartung, guten Tag. Tag, Herr Perlacher. Wo kommen Sie denn her? Na, das ist ja eine selten intelligente Frage. Ja. Genau daher, wo Sie herkommen. Ja. Wieso sind Sie denn überhaupt schon draußen? Ja, man hat mich ein paar Tage früher entlassen wegen guter Führung. Ja, mir hat man ein paar Tage mehr aufgebrummt wegen Randalierens. Sie und gute Führung. Ja. Ich werde wahnsinnig. Sagen Sie, mussten Sie auch Tüten kleben? Nein, ich war in der Wäscherei beschäftigt. Im Ernst? Ja, ja. Da können Sie mal sehen, wie bekloppt diese Behörden sind. Ein Mann stecken Sie in die Wäscherei. Na, da wird was bei rausgekommen sein. Nein, Sie werden lachen, Frau Hartung. Mein Kreislauf ist weg. Also die Kreislaufbeschwerden sind wie weggeblasen, ja. Ja. Gehen wir zur Straßenbahn? Ach nein. Wollen Sie wirklich mit der Straßenbahn fahren? Dann wissen doch alle Leute gleich, wo wir herkommen. Gehen wir durch den Park. Dahin stehen immer Taxen. Ja, gehen wir da. Ja. Wollen wir sich ein wenig setzen? Na, wissen Sie, eigentlich haben wir ja genug gesessen. Aber bitte, wenn Sie wollen. Ja. Na, fein stehen wir da. Ich traue mich überhaupt nicht mehr über die Straße bis zum Milchmann rüber. Mit Fingern werden die auf uns zeigen. Ja, also das Tittchen hätten wir uns ja eigentlich sparen können, ne? Wenn ich daran denke, dass Sie da bloß meinetwegen reingekommen sind. Na ja, sehen Sie, da ist eben mein Gerechtigkeitssinn mit mir durchgegangen. Nein, Ihr gutes Herz. Nein, Herr Perlacher, das dürfen Sie nicht sagen. Schließlich bin ich ja dran schuld gewesen, dass Sie überhaupt vor den Richter gekommen sind. Aber dieses Klaviergespiele von den Jüren den ganzen Tag. Und das muss einen Menschen zum Wahnsinn bringen. Und dann noch der Papagei. Das verspreche ich Ihnen, Herr Perlacher. Das Tier gebe ich morgen aus dem Haus. Nein, das kommt ja überhaupt nicht in Frage, Frau Hartung. Also das... Ach. Was ist denn... Ach, ich dachte eben an mein Hühnchen. Ach ja, die süße Tierchen. Nicht ja. Borachchen. Ich dachte eben, ob sich der Junge auch ordentlich um den kleinen Hund gekümmert hat. Der Hannes hat doch nur seine Musik im Kopf. Ja. Ach, lassen Sie den nur, wissen Sie. Die werden es jetzt schwer genug haben als Kinder von Vorbestraften. Ja, wenn man sich das überlegt, nicht? Sein ganzes Leben hat man anständig gelebt. Hat seine Steuern auf die Minute pünktlich bezahlt. Und plötzlich ist man ein Mensch zweiter Klasse. Nein, Frau Hartung, für mich sind Sie ein Mensch erster Klasse. Ach, was erster? Allererster Klasse, wirklich. Soll mal einer kommen und Sie beleidigen, der will mich aber kennenlernen, ja. Sie kennen mich ja, nicht? Herr Perlacher, wie das klingt. Das hätte ich nicht erwartet, dass es sowas noch mal für mich geben würde. Ein Mann, der sich um einen kümmert. Der einen tröstet, wenn einem so ist. Ach, schön. Ja, also, so kenne ich Sie ja gar nicht, Frau Hartung. So. Ich Sie auch nicht, Herr Scherr. Oh, verzeihung, Herr Perlacher. Bitte, bitte. Entschuldigen Sie bitte. Es ist ja auch egal, nicht? Die Hauptsache ist, dass wir aus dieser Geschichte etwas gelernt haben, nicht? Na, wissen Sie, wir waren schöne Dussel. Was hätten wir für ein gemütliches Familienleben haben können? Und jetzt? Ja, wollen Sie etwa damit sagen, dass es zu spät ist? Meinen Sie denn, Herr Perlacher, wir wollen es noch mal beide versuchen? Entschuldigen Sie. Ich meine, ich lasse Sie doch jetzt nicht ausziehen nach all dem, was passiert ist. Das ist doch... Wissen Sie, kommen Sie, trinken wir erst mal Kaffee bei mir, ja? Herr Perlacher, das ist das erlösende Wort. Ja. Sie ahnen es nicht, wie ich mich in der letzten Woche nach einer Tasse Kaffee gesehnt habe. Ja. Na, wissen Sie, diese Muckefuck im Bauch, das Zeug war ja nicht runterzukriegen. Haben Sie das vielleicht getrunken? Man musste ja, ne? So? Ja. Ich musste nicht. Ja. Aber so kommen wir nicht weiter. Nur ein bisschen Tempo.
Was ist denn? Kommt hier noch mehr? Kommt da mehr Rufe oder was ist denn? Was soll denn dies Gehopse, sag mal? Was wird denn hier gefeiert, oder die was? Wir feiern vielleicht, dass Sie nicht da sind. Oh, Bomba, meine Süße, komm her! Guten Tag, mein Junge. Guten Tag, mein Junge. Bist du wieder da? Ja, oh, wie schön. Sag mal, seid ihr denn wahnsinnig geworden? Was hat das alles zu bedeuten hier? Warte, wir wollten das Café neu herrichten. So, und deswegen macht ihr einen Trümmerhaufen daraus? Trude. Ach ja, Paul, wo doch die alte Kaffeemaschine geplatzt war und wo doch hier sowieso alles so kaputt war, da haben wir uns gedacht, dass wir... Genau gesagt, habe ich mir gedacht, das Ganze ein bisschen so... So, wer hat dir das erlaubt? Ich kaum wendet man meinen Rücken notgedrungen, nicht wahr? Herr Lacher, wir konnten nicht ahnen, dass Sie so früh schon wieder rauskommen und bis zu Ihrer Entlassung hätten wir den Laden in Schwung gebracht und Sie... Ich verbitte mir das, dass Sie meinen Laden in Schwung bringen. Herr Lacher, nun fangen Sie doch nicht schon wieder an. Ja. Eben im Park waren Sie so nett. Sie hatten direkt was Menschliches. Ja, ist ja wahr, wissen Sie. Neue Kaffeemaschine gekauft. Wir sollten das alles bezahlen. Das ist ja gar nicht so schlimm, Chef. Wir haben alle zusammengelegt. Ja. Ach, was sind von dir? Wieso von dir? Habe ich für die alten Flaschen da hinten gekriegt. Na, darüber sprechen wir aber noch. Na, den Rest hat uns Herr Hagara geliehen. Wer ist Herr Hagara? Wer ist das? Na, der Sänger. Wo ist denn der? Da oben. Ha. Ja, für einen Bariton bin ich eigentlich zu hoch geklettert. Herr Lacher. Sie entschuldigen, ich würde ja gerne runterkommen, aber Sie sehen ja, ich freue mich sehr, Herr Verlacher. Na, ich bin nicht so sicher, ob Sie sich freuen werden. Das kann ich Ihnen nämlich nie wiedergeben, was Sie hier so reingesteckt haben. Seien Sie doch nicht so pessimistisch. Wir wollen Ihnen doch nur helfen, damit Sie endlich wieder auf einen grünen Zweig kommen. Grünen Zweig? Es wird nicht mal ein dürrer Ast werden. Sie sitzen noch nicht mal drauf, da wollen Sie ihn schon absägen. Also, wie ihr euch das vorstellt, kein Mensch wird kommen. Es kann im Frühling sein, Sommer sein, Winter sein. Es kann am Morgen sein, Mittag sein, Abend sein. Für schöne Frauen hab ich immer Zeit. Für schöne Frauen ist mir kein Weg zu weit. Es kann eine Schwarze sein, Blonde sein, Rote sein. Sie muss nur zärtlich sein und sie muss alleine sein. So suche ich von Mai bis Mai, bis dann die eine kommt und der bleib ich treu. Es kann im Frühling sein, Sommer sein, Winter sein. Es kann am Morgen sein, Mittag sein, am Abend sein. Für schöne Frauen hab ich immer Zeit. Für schöne Frauen ist mir kein Weg zu weit. Es kann eine Schwarze sein, Blonde sein, Rote sein. Sie muss nur zärtlich sein und sie muss alleine sein. Da suche ich von Mai bis Mai, bis dann die eine kommt und der bleib ich treu. Schaffst du es? Paul, man tut, was man kann. Ja, ja, ja. Herr Perlacher, ja? Sie wollten.
werde Ihnen auch zur Eröffnung gratulieren. Das süße Tierchen, ich habe Sie immer schon sehr geliebt. Ja, das haben Sie aber manchmal sehr geschickt verborgen. Na, also reden wir nicht drüber, ne? Nein. Oh, was sehe ich? Was ist denn? Das ist ja wieder diese Dame mit dem Kreuzworträtseln. Ach, Sie haben schon wieder so was Tyrannisches im Blick. Nun lassen Sie die Frau doch Kreuzworträtseln. Bisschen Frohsinn ins Gesicht der Perlacher, ja? Ne? Frau Hartung, ich werde mir Mühe geben. Ja. Ja. Gott lieb, ja. Drei Sekt auf meine Rechnung. Ist das gut so? Ja? Ja. Herr Gara, ich danke Ihnen für alles. Ja? Nichts zu danken. Na, was sagen Sie zu dem Betrieb hier? Ist der Laden bumstige voll. Ja, habe ich ja gleich gesagt. Na also. Na sehen Sie, sind wir uns ja wieder einig, ne? Ja, ja, ja. Das ist aber nett, dass Sie auch heute gekommen sind. So, darf ich Sie zu einem Glas Sekt einladen, Herr Doktor? Aber Perla, ja. Danke schön. Bitte, bitte. Was sehe ich, Herr Untersuchungsrichter? Sie lesen nur eine Zeitung. Wir haben doch hier noch mehr. Hier, da auch noch. Nehmen Sie doch ruhig. So. Danke vielmals, danke schön. War es nur ein Stück Zucker? Neulich waren es doch sechs. Bitte schön. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Danke. Nein, nicht umrühren. Sie mögen ihn ja nicht so süß. Herr Professor, ein Gratis-Sekt für treue Gäste. Hm? Aber Herr Lachner, ich habe aber auch festen Daumen gehalten. Ja, der eine war doch ein bisschen zu wenig. Ne? Ja, aber das nächste Mal, was? Verzeihen Sie, wir sind doch die Dame mit dem Kreuzworträtseln. Ja, stört Sie das schon wieder? Nein, nein, bitte, machen Sie ruhig weiter. Darf ich mir erlauben? Oh, danke schön. Na, haben Sie denn alles herausbekommen? Nein, 45 senkrecht fehlt mir noch. So. Ein Wort mit vier Buchstaben. Mit vier Buchstaben? Hm. Ein Wort für Abschluss. Für Abschluss? Warten Sie mal. Ende.